Herzlich willkommen zu den Kurznachrichten bei Wirtschaft TV. Ich bin Manuel Koch, schön, dass Sie dabei sind. Der deutsche Aktienmarkt ist zur Wochenmitte gut unterwegs. Der DAX legt 2,3% am Nachmittag zu und tendiert damit nur noch knapp unter der so wichtigen, psychologisch wichtigen Marke von 10.000 Punkten. Warum geht es so weit nach oben? Gute Vorgaben aus Asien gibt es. Da gab es Konjunkturdaten aus China. Die Exporte sind da gestiegen zum ersten Mal seit Monaten. Und das schürt die Hoffnung, dass es mit der Wirtschaft im Reich der Mitte wieder aufwärts geht. Der Euro-Kurs ist schwächer unterwegs. Da sind Industrieproduktionszahlen der Grund. Die sind nämlich enttäuschend ausgefallen. Am Abend schauen wir auf das B-Spuck der US-Notenbank und da lesen wir dann wieder zwischen den Zeilen, ob eine Zinserhöhung denn vielleicht sogar in diesem Monat im April kommen wird. Im Plus sind vor allen Dingen die deutschen Autobauer VW, BMW, Daimler. Da gab es nämlich gute Absatzzahlen aus China. Und auch bei ThyssenKrupp sieht es gut aus, die Aktie ebenfalls im Plus. Da gibt es Spekulationen um eine deutsch-indische Stahlfusion. Die Zahl des Tages habe ich auch noch für Sie, nämlich 3,5 Millionen. So viele Deutsche wollen in den kommenden Jahren in ein Fitnessstudio eintreten. Die neuesten Fitnesstrends zu Geräten und Ernährung der FIBO, der Kölner Fitnessmesse, finden Sie auf Wirtschaft TV, einen Beitrag und ein ausführliches Interview. Das waren die Wirtschaft TV Kurznachrichten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwoch.